Rückseiten. Hallo, mein Name ist Christian Goldbrunner. Wir stehen heute hier in Pleisweiler Oberhofen anlässlich der Pleisweiler Gespräche. Neben mir steht Albrecht Müller. Was die Macher der Nachdenkseiten letzte Woche sehr bewegt hat, war das Erscheinen des Streiflichts der Süddeutschen Zeitung am 14. September. Herr Müller, was hat Sie an diesem Streiflicht so betroffen gemacht persönlich? Also betroffen gemacht hat die Tonlage und die Unsachlichkeit und die Gehässigkeit, die in diesem Text war. Wir könnten uns ja freuen, dass die Nachdenkseiten mal auf die ersten Seite der Süddeutschen Zeitung kommen, aber dieser Ton und die Unterstellungen, die waren doch jenseits dessen, was man eigentlich akzeptieren kann. Jetzt hat es bei den Lesern der Nachdenkseiten viele Debatten auch ausgelöst. Es kamen viele Leserbriefe. Viele sprechen davon, dass sich die Süddeutsche Zeitung dadurch ja im Prinzip auch selbst schaden könnte. Wie sehen Sie das? Ja gut, das ist schon richtig, dass Leserinnen und Leser, die das lesen und eigentlich von der Süddeutschen Zeitung Seriosität erwarten, dass die sagen, ein so persönlicher, infamer Angriff geht eigentlich nicht. Und ich wende mich von diesem Blatt ab. Und es gibt auch ganz viele, die deshalb das Abonnement gekündigt haben. Aber das ist eigentlich nicht entscheidend. Ich glaube, dass es andere Hintergründe gibt. Der erste Hintergrund ist der, dass ein kritisches Medium wie die Nachdenkseiten, das wir vor 16 Jahren initiiert und gegründet haben, der Süddeutschen Zeitung und anderen Medien wehtut, weil sie merken, dass wir mit Sachargumenten widerlegen und hinterfragen, was um uns herum an Manipulationen geschieht. Und das zweite Argument für diesen infamen Angriff ist etwas ganz anderes. Zwei Tage vorher hat der Verlag, der Westend Verlag, dieses Buch angekündigt. Mein neuestes, Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst, wie man Manipulationen durchschaut. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was wir mit den Nachdenkseiten leisten, nämlich Aufklärung und Analysen von Kampagnen, die laufen. Wir kritisieren natürlich dann dabei auch Blätter wie die Süddeutsche Zeitung und andere. Und ich denke, dass die Süddeutsche Zeitung mit diesem bösartigen Angriff auf mich den Redaktionen und Journalistinnen und Journalisten, die überlegen, dieses Buch zu besprechen oder mich zu interviewen, signalisieren will, mit dem kann man das eigentlich nicht machen. Das ist eine Unperson. Das ist der eigentliche Hintergrund. Jetzt ist es so, dass Sie Medienkritik ja als zentraler Bestandteil der Nachdenkseiten, der Arbeit der Nachdenkseiten besteht. Liefern Sie denn Belege in dem Buch oder was ist der Inhalt des Buches? Ja gut, in dem Buch zeige ich zunächst einmal, dass ganz wesentliche Entscheidungen, die für die Menschen ganz zentral sind, wie etwa die Agenda 2010 oder die Privatisierung der Altersvorsorge mit Riester-Rente und so weiter oder auch der neue Feindbildaufbau gegenüber Russland, dass das mit einer Fülle von Manipulationen und gezielten Strategien der Meinungsmache gemacht wird. Das beschreibe ich hier. Und ich zeige natürlich dann auch, welche Methoden da angewandt werden. Und ich schildere 18 oder 20 Fälle von Anwendung solcher Strategien der Meinungsmache. Und das tut einem Medium wie der Süddeutschen Zeitung halt weh. Und dann kommt noch hinzu, dass ich in einem Kapitel, das nenne ich Umfeld, schildere, wie Medien, die bisher als seriös und sogar ein bisschen kritisch gelten, wie die ihre Ordinate, also ihren Standpunkt, verändert haben. Wie hat sich der Standpunkt verändert? Also der Standpunkt hat sich verändert von einem kritischen, gesellschaftspolitisch kritischen, friedenspolitisch kritischen Medium zu einem angepassten, also die Taz oder die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung, vor allem in ihrem außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Teil. Die waren früher für die Entspannungs- und Friedenspolitik und heute sind sie sozusagen in die Reihen der neuen Kalten Krieger eingerückt. Das ist völlig verrückt, ja? Die Süddeutsche Zeitung war in den 50er und 60er Jahren noch
herausragend dafür, dass es dort Leute gab, die für Verständigung zwischen West und Ost gearbeitet haben. Heute bauen die an der neuen Konfrontation. Und diese Verschiebung schildere ich auch. Und das tut natürlich einem Medium wie der Süddeutschen Zeitung weh, weil dann Leser und Leserinnen darauf kommen können, aha, so ist es, habe ich ja noch gar nicht richtig gemerkt. Ich bin sozusagen mitgewandert mit dieser Ordinate nach rechts oder nach ins Unkritische. Und das tut weh und deshalb auch dieser Angriff. Wie können Nachdenkseitenleser denn auf so eine Kampagne reagieren oder wie können die Nachdenkseiten unterstützen? Na gut, was da geschieht, ist das, was man schon seit langem den Aufbau einer Medienbarriere nennt. Also es soll den Menschen, die in unserem Land kritisch denken, nicht mehr möglich sein, in Medien vorzukommen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Und natürlich kann man, wenn man stark genug ist und wenn man wach genug ist, diese Medienbarriere überwinden. Wir nennen das den Aufbau einer Gegenöffentlichkeit. Und diese Gegenöffentlichkeit läuft nicht über Zeitungen und über Fernsehanstalten, sondern sie läuft über Menschen. Menschen, die anderen weitersagen, schau her, da ist dieses Streiflicht, da werden die Nachdenkseiten angegriffen, absolut unsachlich. Und es wird sogar behauptet, da würden nur Fragen gestellt, was gar nicht stimmt. Aber das wird behauptet. Und schau dir das einfach an und lies die Nachdenkseiten und lies sie kritisch durchaus und nimm dir daraus viele Informationen und gebe die weiter. Das ist das, was wir machen können. Gibt es denn noch eine darüber hinausgehende Möglichkeit, für Leser zusammenzukommen? Ja gut, das ist ein ganz wichtiges Element. Man kann in dieser Welt, die so voll ist von Agitation und Propaganda, eigentlich nur überleben, wenn man sich mit anderen zusammentut. Also wenn wir beide miteinander reden, dann entsteht darüber sogar eine Freundschaft, dass jeder von uns analysiert, was mit uns geschieht. Und so haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich in den Nachdenkseiten oder von den Nachdenkseitenlesern Gesprächskreise bilden, in verschiedenen über 100 Orten in Deutschland, Leute, die sich zusammentun, die in Berlin, die treffen sich alle 14 Tage und laden auch Leute ein zu Referaten oder sprechen über einzelne Artikel und diskutieren darüber. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Ziel, dass man nicht alleine ist. Das ist übrigens ein Satz, der oft vorkommt und schreiben Leser, Sie haben mir den richtigen Eindruck vermittelt, dass ich mit meinen kritischen Gedanken nicht alleine bin. Und das ist ein wichtiges Element für das menschliche Leben, dass man merkt, es denken noch mehr so wie ich. Es sind noch mehr kritisch, es sind noch mehr Leute aufgeklärt als ich alleine. Und dieses zusammenzuschließen, diese Menschen zu verbinden, das ist eine der Motive und übrigens dann auch ein Motiv für das Bleiswerder Gespräch. Und das wird heute wie immer laufen, dass da sich ganz viele treffen, die aus ganz vielen Orten Deutschlands, die kommen ja von weit her, aus Bayern, aus Schleswig-Holstein, aus Hessen, und treffen sich heute und tauschen sich aus und haben ja die gleiche Erfahrung. Wenn man kritisch tätig ist, dann wird man auch angefeindet, weil viele Menschen ihre Ruhe haben wollen. Die wollen nicht gestört werden in ihrem Glauben. Und der Spalt zwischen den Gläubigen, Entschuldigung, das ist jetzt nicht kirchlich gemeint, sondern denjenigen, die all diese Kampagnen und Agitationen glauben und jenen, die das kritisch hinterfragen, der wächst zurzeit. Und dann müssen diejenigen, die kritisch hinterfragen, sich zusammentun, um die Anfeindungen der anderen auch auszuhalten. Sie meinen damit auch andere alternative Medienquellen? Ja, natürlich meine ich andere Alternativen. Wir sind ja nicht alleine. Wir waren zwar Vorreiter in der ganzen kritischen Medienwelt, aber da gibt es auch andere, die inzwischen eine sehr gute Arbeit leisten. Die ebenso angegriffen werden? Die werden auch so angegriffen. Also es gibt noch solche, die noch mehr sozusagen die Ecke der Verschwörungstheoretiker gestellt werden als wir. Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass Sie persönlich sozusagen angegriffen werden. Was können Sie da aus der Vergangenheit berichten? Das Bedrückendste an den Angriffen war das Argument, dass ich so alt bin. Das ist schon dreimal vorgekommen. Wenn die Argumente ausgeht, dann sagt man, der Mensch, der da kritisch hinterfragt, der ist so alt. Also Alter als ein Argument gegen einen Menschen.
Irgendwie habe ich als Kind gelernt, dass es eigentlich schon unmöglich ist, aber darauf will ich mich gar nicht berufen. Aber so sieht unsere Gesellschaft jetzt aus, dass auf der Süddeutschen erste Seite ein Mensch angegriffen werden kann, deshalb, weil er alt ist. Was genau beschreiben Sie in dem Buch? Ist es eine Art Handbuch oder ein Werkzeug oder was geben Sie den Menschen an die Hand? Richtig, der ursprüngliche Titel sollte heißen Kleine Anleitung zum Selberdenken. Das haben wir da nicht genommen, weil Selberdenken schon auf einem anderen Titel vorkommt und so weiter. Aber es ist so gemeint. Ich will damit Menschen Werkzeuge in die Hand geben, um selber zu analysieren, was mit ihnen geschieht. Das tue ich dadurch in einem großen Kapitel, dass ich die Methoden der Manipulation schildere, vom Verschweigen bis zum, ich nenne das einen Wippschaukeleffekt. Also den einen hält man für ganz schlimm und damit hebt man sich selbst hoch. Also Trump wird für ganz schlimm gehalten, mag ja berechtigt sein, aber gleichzeitig werden die Clintons und all die anderen dabei hochgehoben. Oder ich beschreibe, wie man B sagt und eigentlich A meint. Also das haben wir selber mal gemacht, als ich noch im Kanzleramt war. Oder ja, im Kanzleramt war da und die Leistungsfähigkeit von Helmut Schmidt nicht besonders anerkannt wurde. Dann haben wir gesagt, wir müssen vom Modell Deutschland sprechen. Also haben wir B gesagt, Modell Deutschland, und rüberkommen sollte A, nämlich, dass das ein leistungsfähiger Bundeskanzler ist. Solche Sachen beschreibe ich. Ja. Oder ich schildere Fälle der Manipulation ausführlich. Diese Erfolgsstory, nämlich, dass die CDU und Angela Merkel sozialdemokratisiert seien. Das wird heute von ganz vielen Menschen geglaubt. Und die vergessen dabei, dass die Angela Merkel, dass die hinter der Agenda 2010 steht, dass nichts getan worden ist, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, dass die Einkommen in ihrer Zeit so auseinandergegangen sind, die hohen Einkommen sind immer weiter gewachsen und die anderen weniger. Und von Sozialdemokratisierung kann man auch in der friedenspolitischen Arbeit von Angela Merkel nichts sehen. Und dennoch wird das behauptet, und zwar auch von Leuten, die sich für seriös halten. Und das beschildere ich einfach. Und wenn die Leserinnen und Leser mehrere dieser Fälle kennenlernen, dann lernen sie dabei auch aufmerksam zu sein, wenn dies immer und wieder passiert. Dann können wir Ihnen einen erfolgreichen Tag wünschen und ich bedanke mich für das Gespräch.